Neue Technologien verändern die Art, wie wir Produkte und Dienstleistungen bezahlen. Heute nutzen wir Bargeld, Kredit- und Geldkarten, Internetbezahlverfahren, bald vielleicht auch eine digitale Geldbörse im Smartphone. Doch das beliebteste Zahlungsmittel der Deutschen ist nach wie vor das Bargeld. Aber Stimmen werden laut, die einen radikalen Wechsel prophezeien. In 10 Jahren werde es keine Barzahlung mehr geben. Gibt es nicht gute Gründe, die für die Zukunft des Bargelds sprechen? Und wo kommen sie eigentlich her, unsere Geldscheine? Den Sorgeauftrag für den baren Zahlungsverkehr hat der Gesetzgeber der Deutschen Bundesbank erteilt. Sie stellt sicher, dass der Bevölkerung Bargeld immer zur Verfügung steht. Das Euro-Bargeld ist das greifbare Symbol der europäischen Integration, denn wir halten es schließlich täglich in der Hand. Es ist ein einfaches, es ist ein sicheres Zahlungsmittel und viele Bürger schätzen es, weil man dafür keine Technik braucht und eben auch keine persönlichen Informationen preisgeben muss. Zurzeit wird die erste Serie der Euroscheine durch die neue Europaserie abgelöst. Expertenteams der Notenbanken des Eurosystems arbeiten zusammen, um weitere Qualitätsverbesserungen zu entwickeln und Geldfälschern immer einen Schritt voraus zu sein. Das Geld, das wir täglich in der Tasche tragen, ist ein detailgenau durchdachtes Hightech-Produkt. Es besteht aus Baumwollfasern, die ihm eine fühlbar charakteristische Oberfläche verleihen. Dadurch ist es so widerstandsfähig, dass es auch Geldautomaten, Zähl- und Sortiermaschinen häufig durchlaufen kann. Und zu Hause übersteht ein moderner Geldschein auch einmal den versehentlichen Ausflug in die Waschmaschine. Im Auftrag der Bundesbank drucken Spezialdruckereien unser Bargeld. Um zu gewährleisten, dass allerhöchste Qualitätsstandards erfüllt werden, sind Inspektionsteams der Deutschen Bundesbank regelmäßig vor Ort. Das druckfrische Geld muss zunächst in die Filialen der Bundesbank transportiert werden. Jeder dieser Transporte wird detailgenau geplant und hoch gesichert. Zunächst wird das Bargeld in den Tresoren des Filialnetzes gelagert. Hier liegt es an den sichersten Orten unserer Republik, bis es benötigt wird. Trotz der zunehmenden Beliebtheit bargeldloser Zahlmethoden steigt die Nachfrage nach Euro-Bargeld kontinuierlich. Gründe sind die große Beliebtheit als Zahlungsmittel sowie der wachsende Bedarf als Wertaufbewahrungsmittel, sowohl im In- als auch im Ausland. Der Bargeldbedarf wird regelmäßig von der Bundesbank ermittelt. So ist sie auf die Bedürfnisse von Bürgern und Wirtschaft vorbereitet. Entsprechend des Auszahlungsbedarfs werden in den Filialen Geldcontainer bestückt. Diese werden von privaten Werttransporteuren zu den Geschäftsbanken transportiert. Der Gegenwert wird den Konten der Geschäftsbanken belastet. Von dort aus wird das Bargeld in Umlauf gebracht. Für das Vertrauen der Bevölkerung in unsere Währung ist Bargeld unerlässlich. Bargeld ist nicht nur ein praktisches und besonders sicheres Zahlungsmittel. Für die Bürger ist es auch geprägte Freiheit. Und nicht zuletzt schützt Bargeld auch im Krisen- und Katastrophenfall.
Bei einer größeren Cyberattacke oder einem flächendeckenden Stromausfall bliebe es das einzige funktionsfähige Zahlungsmittel. Es gibt viele Situationen, in denen die Deutschen gern Bargeld nutzen. Sie wollen unkompliziert und schnell ihre Einkäufe oder ein Geschenk bezahlen. Oder sie schätzen es, dass Heranwachsende den Umgang mit Geld so leichter erlernen können. Mit Bargeld kann Zug um Zug bezahlt werden. Weder der Käufer noch der Verkäufer einer Ware muss in Vorleistung treten. Vielen hilft es auch ganz einfach, einen besseren Überblick über ihre Ausgaben zu behalten. Am Ende eines Arbeitstages zahlen die Gewerbetreibenden ihre Einnahmen bei den Geschäftsbanken ein. Nicht benötigtes Bargeld leiten diese an die Filialen der Bundesbank weiter. Durchschnittlich 12-mal im Jahr durchläuft eine in Deutschland als Zahlungsmittel genutzte Banknote eine Prüfung durch die Deutsche Bundesbank. Das heißt, dass jährlich rund 15 Milliarden Geldscheine auf ihre Echtheit und ihre Qualität, also Abnutzung, untersucht werden. Aneinandergelegt würde eine Linie dieser Scheine fast 50-mal die Welt umrunden. Um eine so gigantische Aufgabe bewältigen zu können, nutzt die Bundesbank hochspezialisierte Geldbearbeitungsmaschinen. Jede einzelne der 15 Milliarden Noten wird von einer dieser Maschinen geprüft. Scheine, die die Prüfung bestanden haben, werden nach Stückelung gebündelt wieder ausgeworfen. Nicht den Qualitätsmaßstäben entsprechende Banknoten werden umgehend vernichtet. Für den deutschen Wirtschaftskreislauf ist es existenziell, dass er immer mit ausreichend und hochwertigem Euro-Bargeld versorgt ist. Und diese Versorgung stellen unsere Fachleute mithilfe unseres flächendeckenden Filialnetzes jederzeit sicher. Und sie arbeiten tagtäglich daran, den Bargeldkreislauf sicher und effizient zu halten. Gelegentlich kommt es vor, dass verdächtige Scheine auftauchen. In solchen Fällen wird die Polizei eingeschaltet und der verdächtige Schein wird dann an die Falschgeldspezialisten der Bundesbank weitergegeben. Nachgemacht, wenn man da genau reinguckt, sieht man aber natürlich die. Also hier fehlt schon ganz offensichtlich der typische Farbumschlag von grün nach blau. Und auch der Lichtbalken, der Bewegungseffekt, ist überhaupt nicht imitiert. Und so müsste es eigentlich aussehen, wie man es von der echten Note her kennt. Das Wasserzeichen darf nur im Gegenlicht sichtbar sein. Dieses wurde aufgedruckt. Durch die Untersuchung der Experten kann der Schein einer bestimmten Fälscherwerkstatt zugeordnet werden. Das ist wichtig, um Spuren der Fälscher zu verfolgen und ihnen vor Gericht den Umfang ihres Betruges nachweisen zu können. Aber keine Sorge, Falschgeld ist äußerst selten und wird meist umgehend aufgespürt. Rein statistisch müsste man 1000 Jahre alt werden, um einmal einer Fälschung zu begegnen. Trotzdem empfiehlt es sich, jeden Schein auf Echtheit zu prüfen, denn Falschgeld wird natürlich nicht erstattet. Das ist sehr, sehr schnell sichtbar, dass diese offenen Stellen im Papier. Die Banknoten, die die Prüfung durch die Geldbearbeitungsmaschinen erfolgreich durchlaufen haben, stehen für die Auszahlung wieder bereit. Die vernichteten werden durch druckfrische Banknoten ersetzt. Der Bargeldkreislauf beginnt von neuem. Heutzutage können die Bürgerinnen und Bürger aus einer Fülle von Zahlungsmitteln wählen. Und es ist ihre persönliche Entscheidung, wann und wofür sie Bargeld einsetzen. Die Bundesbank sorgt dafür, dass ihnen diese Wahlmöglichkeit erhalten bleibt.